Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Planet Zoo. Und wir befinden uns hier wieder im Speedbuild. Ihr seht schon im Hintergrund, dass ich fleißig unser Grizzly-Gehege, unser Grizzly-Tal-Gehege, bisschen einrichte mit Pflanzen, weil wir haben am Ende der letzten Folge ja gesehen, dass den Grizzlies noch ganz viel Bepflanzung und Bewaldung und sowas im Gehege fehlt. Und deswegen habe ich hier direkt losgelegt und noch ein paar mehr Büsche und Bäume in das Gehege von den Grizzlies platziert. Dabei habe ich auch so ein bisschen darauf geachtet, wie ihr jetzt gerade im Hintergrund seht, dass wir da so ein paar Farbkontraste reinkriegen. Ich finde, dafür eignen sich sehr schön diese ja, herbstlichen Laubbäume, die so ein bisschen goldrötlich sind. Die finde ich sehr, sehr schön. Die habe ich zweimal in das Gehege untergebracht, einfach, dass wir so einen kleinen Farbkontrast da reinkriegen. Und ansonsten habe ich einfach random irgendwie ein paar Büsche, ein paar Bäume und sowas platziert. Bei der Natur, Bepflanzung und sowas kann man eigentlich nicht viel verkehrt machen. Dann habe ich mich noch dazu entschieden, so einen... Was ist denn das? Das ist ja kein Efeu. Das ist einfach Moos oder sowas. So ein bisschen auf die Felsen auf jeden Fall zu machen, damit die Felsen nicht ganz so langweilig aussehen. Und ich fand das dann eigentlich echt schön und habe mich dann mit diesem Moos erstmal ordentlich ausgetobt und an einigen Stellen das Ganze so ein bisschen bewachsen gemacht. Danach habe ich mich dann darum gekümmert, dass unsere Grizzlybären auch was zu fressen und zu trinken haben. Habe hier so eine kleine Futterplatte in das Gehege untergebracht, an der Stelle, wo es ganz gut gepasst hat. Und natürlich nochmal so einen Wassertrog mit Wasserleitung. Finde ich eigentlich immer am praktischsten, weil dann müssen nicht die Pfleger da rein und das Ganze auffüllen. Weil die Pfleger, die waren in der Beta ja auch noch teilweise so ein bisschen buggy und haben dann die Tiere nicht so gut versorgt, wie ich es gerne hätte. Deswegen fand ich eigentlich immer diese Wasserleitung eigentlich ziemlich praktisch, weil die Tiere dann immer durchgehend was zu trinken hatten. Ansonsten dürfen natürlich Spielzeug und irgendwelche anderen Beschäftigungsgegenstände für die Bären nicht fehlen, damit diese auch glücklich sind. Und zu guter Letzt habe ich mich dann nochmal um die Klimatisierung im Gehege gekümmert. Für die Grizzlybären war das Klima natürlich hier, wir waren in Asien auf einer Graslandschaft, da war es glaube ich immer um die 40 Grad oder so, 32 oder sowas. Ne, 37 Grad sieht man sogar gerade unten rechts. Und das ist natürlich viel zu warm für die Grizzlybären, deswegen habe ich da so ein paar Klimaanlagen eingebaut. Man sieht sie hier im Hintergrund noch so ein bisschen dampfen. Ich habe sie aber dann im Endeffekt in den Boden versenkt, so dass man diesen Dampf nicht mehr gesehen hat. Der Kühleffekt hat trotzdem noch ganz normal und sowas funktioniert. Kann ich euch nur als Tipp ans Herz legen. Wenn ihr irgendwas im Gehege haben wollt, was für die Tiere wichtig ist, zum Beispiel sowas wie die Temperatur oder mehr Bepflanzung oder so, packt das Ganze einfach in das Gehege und versenkt es im Boden, sodass man es nicht mehr sieht. Für die Tiere ist es dann sozusagen trotzdem im Gehege vorhanden. Ich habe das Ganze auch mit ein paar Bäumen noch in dem Gehege gemacht, weil die Grizzlybären wollten tatsächlich noch mehr Bepflanzung, als sie jetzt hier eigentlich im Gehege hatten. Und deswegen habe ich einfach mir nochmal so zwei, drei große Bäume geschnappt und habe sie einfach unten im Boden versenkt und damit waren dann die Grizzlybären auch glücklich. Als nächstes habe ich mir dann nochmal unsere Brücke vorgenommen. Ich fand, dass die noch so ein bisschen langweilig aussah, weil die einfach so, ja, braun-gräulich nur war und ich wollte dann nochmal so einen kleinen farblichen Akzent setzen. Deswegen habe ich mich nochmal dafür entschieden, so eine kleine Leiste unten lang zu ziehen in Rot, damit die Brücke nochmal so ein bisschen, ja, schöner und farblicher aussieht. Das Ganze habe ich dann auch nochmal bei der Schräge bzw. bei der Treppe, die auf die Brücke drauf führt, sozusagen gemacht, weil ich finde, dass die Treppe eigentlich zur Brücke dazugehört und deswegen habe ich auch hier diesen roten
Balken ja, eingefügt. Damit war dann die Brücke fertig und wir konnten uns endlich mit dem Berg beschäftigen, beziehungsweise mit dem, was oben auf dem Berg rauf soll. Dafür mussten wir zunächst erstmal einen Weg nach oben führen auf diese Fläche, die wir ja schon beim letzten Mal vorbereitet hatten. Und ich hatte geplant, dass auf diesem Berg ein Häuschen soll, nämlich mal unser erstes etwas größeres Häuschen. Bis jetzt haben wir ja nur so kleinere Imbissstände und sowas gebaut, aber ich habe mir vorgenommen, mal ein größeres Häuschen zu bauen. Und in was für ein Stil das sein sollte und sowas, das habe ich mir gar nicht richtig überlegt. Ich habe einfach frei Schnauze drauf losgebaut. Ich glaube, bei so Gebäuden ist es eigentlich besser, wenn man sich vorher im Internet so ein bisschen was raussucht an Bildern und das dann so nachbaut. Ich glaube, dann ist das alles ein bisschen einfacher. Aber weil ich zu dem Zeitpunkt die Teile und Baumöglichkeiten vom Planet Zoo noch überhaupt nicht kannte, habe ich mir so gedacht, komm, ich baue einfach mal drauf los. Schau da mal, wie es aussieht. Wenn es nicht ganz perfekt ist, wenn es vom Stil her nicht so da reinpasst, ist ja auch nicht so schlimm. Ist immerhin unser erstes etwas größeres Gebäude und das muss ja nicht gleich perfekt sein. Die erste Herausforderung dazu war natürlich erstmal das Wegebauen. Das ist bei Planet Zoo sehr gewöhnungsbedürftig, aber wenn man es erstmal verstanden hat, ist es ganz cool. Das Einzige, was ich noch nicht so richtig hinbekomme, muss ich sagen, sind so Wegflächen, die richtig geschlossen sind. Ich kriege die wohl hin, wenn ich dann die Wege in 90 Grad Winkel anordne, aber dann sehen halt die Plätze immer so, ja, irgendwie sehr gleich aus. Ich hätte jetzt zum Beispiel gerne gehabt, dass wir, da vorne sieht man ja genau diesen Platz, wo diese Lücke damit ist, die hätte ich gerne ausgefüllt gehabt, aber das habe ich nicht so ganz hingekriegt. Vielleicht gibt es da noch einen kleinen Trick oder so, den habe ich aber leider bis jetzt nicht rausgefunden. Aber so wie es jetzt ist, fand ich die Weganordnung eigentlich auch schon ganz okay. Ihr seht jetzt gerade, wie ich die Wege platziere, das ist sozusagen das Innere von dem Haus später, wo die Leute dann auch langlaufen können. Ja, ich glaube, man kann schon ganz gut erahnen. Ich habe ja vorne das Ganze abgerundet, das soll dann später so ein Balkon oder sowas werden, wo dann die Gäste sitzen können und unsere Grizzlybären beobachten können. Dann habe ich schon angefangen, den Grundstein für unser Haus zu setzen, nämlich den Eingang. Da habe ich einfach so einen ganz normalen Tunnel genommen und habe den da oben hin platziert und dann so ein paar Wände und habe angefangen, so ein bisschen die Grundform von dem Haus schon mal festzulegen. So eine genaue Grundform von dem Haus hatte ich tatsächlich gar nicht im Kopf. Also ich habe halt, wie gesagt, einfach frei Schnauze so ein bisschen losgebaut. Da wird sich auch noch wieder einiges ändern jetzt im Laufe dieses Videos. Wir werden in diesem Video auch das Haus leider nicht ganz fertig kriegen, weil das Ganze mich ein bisschen länger oder mehr Zeit gekostet hat, als ich es gern gehabt hätte. Aber so ist das nun mal, wenn man sein erstes Haus baut und sich vorher gar nicht so richtig einen Plan gemacht hat, wie das Ganze aussehen soll, dann dauert das Ganze nun mal so ein bisschen länger. Aber das ist ja an sich auch nicht schlimm. Ich habe mich dann jetzt das erste Mal so ein bisschen mit den Dachelementen beschäftigt, habe dann erstmal so ein grünes Dach ausgewählt. Ich weiß gar nicht warum, irgendwie war das so das Erste, was ich gefunden habe, was mich angesprochen hat. Aber ich fand dann eigentlich im Endeffekt, dass das Dach von der Farbe halt her überhaupt gar nicht passt, weil die Brücke ist ja so rötlich und bräunlich und dann so ein grünes Dach, Moosdach, ich weiß gar nicht, was ist das für eine Farbe? Minze? Moos? Nee, ist so Minzfarben eher, oder? Ich glaube schon. Das fand ich dann doch nicht so passend. Das werde ich auch gleich noch wieder austauschen gegen eine andere Farbe. Also keine Sorge, es wird nicht so bleiben. Aber ich habe dann schon mal angefangen, mich so ein bisschen mit den Dachformen zu beschäftigen, weil man kann da schon sehr interessante Dächer mit bauen. Und ich finde, bei Häusern sind Dächer sehr, sehr wichtig, wie dann im Endeffekt die Häuser aussehen. Genau, jetzt fange ich endlich an, das Dach auszutauschen, nämlich gegen ein rotes Dach. Und das rote Dach gefällt mir auf jeden Fall tausendfach besser, muss ich sagen. Also es sieht viel, viel cooler aus. Und ich bin auch sehr, sehr froh, dass ich diese Entscheidung hier getroffen habe. So langsam nimmt das Dach Form an und ich gehe zur Rückseite über. Ihr habt vorhin auch gesehen, dass ich immer diese
Kleinelemente ganz gerne verwende. Ich finde, die sind sehr, sehr wichtig, weil die nochmal so ein bisschen das Dach von der Wand überstehen lassen. Und ich bin sehr froh, dass Splendid Zoo diese Elemente hat, weil ohne diese Elemente müsste man halt das Dach immer richtig weit überstehen lassen. Und so hat man wirklich die Möglichkeit, das Dach nur so ein ganz kleines Stück über der Wand drüber stehen zu lassen. Finde ich immer sehr, sehr praktisch. Ach so, und falls euch vorhin aufgefallen ist, ich habe da auf der linken Seite, da sieht man es jetzt gerade auch ganz leicht im Hintergrund, ich habe da noch so einen Turm gebaut, beziehungsweise versucht zu bauen. Und habe mir halt so überlegt, ob ich da vielleicht nochmal so einen Turm in das Dach einbaue. Den habe ich aber später auch wieder entfernt, deswegen habe ich das, den ganzen Bauvorgang und sowas für euch rausgeschnitten, weil, ja, er bleibt ja sowieso nicht da und deswegen ist es, denke ich, auch mal nicht so wichtig, dass ihr den Bauvorgang davon seht. Ja Leute, ihr seht schon, so ein Dach, das frisst ganz schön Zeit, wenn man sich keine Vorlage aus dem Internet raussucht. Also ich glaube, das nächste Mal, wenn ich so ein größeres Haus bauen werde, werde ich mir schon eine Vorlage raussuchen, an der ich mich so ein bisschen orientieren werde, was gerade was das Dach angeht und auch so ein bisschen die Grundstruktur von dem Haus, weil dann wird das am Ende wahrscheinlich einfach besser aussehen und ich habe es halt dann auch viel, viel einfacher. Ich werde es natürlich dann nicht 1:1 identisch nachbauen, wie es auf dem Bild ist, aber ich werde mich auf jeden Fall so ein bisschen inspirieren lassen. Und jetzt habe ich angefangen, wie ihr seht, im Hintergrund schon mal so ein paar Stützpfeiler und Stützbalken zu machen. Auch bei sowas ist es natürlich schwierig, das realistisch zu gestalten, wenn man keine Ahnung hat von Architektur, weil ich habe das ja nicht irgendwie gelernt oder sowas. Ich habe halt jetzt irgendwie random die Stützbalken hier gesetzt und ob das dann realistisch ist oder nicht, weiß ich halt nicht. Aber ich glaube, das ist im Endeffekt ziemlich wichtig, dass es einigermaßen realistisch ist, damit es auch realistisch und gut aussieht. Aber jetzt für unser erstes Haus ist es, denke ich mal, ausreichend, wenn ich das Ganze einfach mal so ein bisschen ausprobiere und einfach irgendwie platziere, wie es mir gerade in den Sinn kommt. Und ja, am Ende war das Ergebnis einigermaßen zufriedenstellend. Ich war auf jeden Fall ganz am Ende nicht mega zufrieden damit, aber ich war jetzt auch nicht mega unglücklich. Und ich denke, für so ein erstes großes Haus, was ich komplett frech Schnauze baue, ist das so schon ganz in Ordnung. Für die Stützbalken habe ich dann natürlich nochmal so eine Säule gebaut. Die habe ich mir einfach aus dem gleichen Material gebaut und habe mir da so ja, kleine Säulen zusammengefasst zu einer etwas breiteren Säule, also sozusagen 9 Stück davon zu einer etwas größeren Säule. Die habe ich dann öfters kopiert und übereinander gezogen, bis sie oben von der Höhe perfekt gepasst haben, so wie ich es gerne haben wollte. Und angeordnet habe ich sie dann auch mittig und das fand ich dann eigentlich schon relativ schön. Solche Unterschiede von der Tiefe und so her finde ich auch immer sehr, sehr wichtig bei Gebäuden. Das macht echt viel her. Ansonsten habe ich natürlich noch so ein paar kleine Details und sowas gesetzt. Sowas ist natürlich auch sehr, sehr wichtig. Aber ich muss sagen, die Details waren in der Beta jetzt von Planet Zoo wirklich noch sehr begrenzt. Aber ich glaube, später im Hauptspiel werden wir da viel, viel mehr Möglichkeiten haben. Auch gerade was Zäune und so angeht. Weil ich habe eigentlich fast immer die gleichen Zäune benutzt, wenn ich mir nicht selber gerade einen Zaun zusammengebaut habe. Weil es einfach irgendwie nur 2 oder 3 Stück gab. Und die waren halt auch voll nicht variabel von der Länge und so her. Das war mal ziemlich, ziemlich doof. Das sieht man hier beim Bau auch immer ganz gut, dass das dann von den Balken und sowas her nicht passt. Da sieht man schon. Und dann habe ich es immer halt versucht, so gut wie es geht zu lösen. Habe dann am Ende auch nicht mehr so doll darauf geachtet. Das war mir dann auch egal, weil, wie gesagt, es war die Beta. Sie war sehr zeitlich begrenzt. Und ich wollte natürlich noch möglichst viel ausprobieren in der Beta. Und deswegen habe ich mich mit so Kleinigkeiten dann nicht ganz so lange aufgehalten. Ja Leute, das war's jetzt aber schon mit der Folge. Ich hatte eigentlich geplant, diesen ganzen Bau von diesem Gebäude und den Rest von dem Gehege alles in eine Folge zu packen. Aber als ich es dann geschnitten hatte, habe ich gesehen, dass das Ganze über 30 Minuten sein würde und das wäre für ein Speedbuild einfach zu viel. Deswegen habe ich jetzt die Entscheidung getroffen, das Ganze in 2 Folgen zu packen. Ich denke mal, das ist auch nicht schlimm. Die nächste Folge wird wahrscheinlich in den kommenden Tagen kommen. 2, 3 Tage oder so. Dann werdet ihr schon die nächste Folge sehen. Also nicht allzu lange. Aber ich würde sagen, falls euch das heutige Video gefallen hat, dann würde ich mich selber ein Like freuen. Falls ihr mehr sehen wollt, dürft ihr gerne den Kanal abonnieren. Ansonsten bedanke ich mich
Vielmals fürs Zusehen. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.